Auf Martin bin ich, glaube ich, über euren Film mit Rotkäppchen aufmerksam geworden und ja, eigentlich sollte es nur ein Kurzfilm werden, gar keine Webserie. Und dann haben wir uns aber ganz gut verstanden, alle. Ich bin jetzt auf jeden Fall, erstmal hatte ich Angst, dass ich auch potenzieller Spender bin, was ich ja auch vollkommen verstehen kann. Und dann habe ich aber gedacht, habe ich mich dran getraut, den Text zu lesen und wurde gefragt, ey, hast nicht Bock, doch Regie zu machen, habe ich gesagt, okay, super. Ja, unsere Serie heißt DNA Junkies. Eigentlich, auf Deutsch wäre es ja DNS und deswegen genau. Müsste man eigentlich sagen DNA Junkies, aber wir sind so bratzig, wir kriegen das alles durcheinander. Oder DNA Lovers. Genau. Hat unser Animateur, unser Hotel-Animateur. Unser Hotel-Animateur Christoph Hennig hat das wunderbar angebracht und der diesen fantastischen Vorspann gemacht hat. Ja. Wie kommt man darauf, dass man Sperma... Ich liebe halt American Pie. American Pie ist total burlesque. Nein, nicht burlesque, aber grotesk. Ich habe jetzt das richtige Wort. Ich bin eine Bratze. Und genau, und ich liebe aber auch Loriot. Und das wollte ich halt ganz gerne gekoppelt haben und habe diesen Kurzfilm halt geschrieben. Und dann hat Martin sich das angeguckt und meinte, super witzig. Und dann habe ich gedacht, okay, super, cool, wir haben ein kleines Team. Aber sag mal, wie macht man eigentlich Sperma? Ohne dass man jetzt selber... Also ich wollte jetzt nicht Alex und Martin sagen, dass sie mir ihre Proben abgeben. Hättest du ruhig können. Kostet aber. Ja, und dann habe ich ganz viel rumexperimentiert mit Eiweiß aufschlagen, mit Zucker. Und dann habe ich immer Videos gemacht und die dann Alex und Martin geschickt und meinte, ist das Sperma? Eigentlich total peinlich, aber da sieht man auch, wie ich eine Bratze bin. Und dann kann man, nee, das ist kein Sperma. Oh ja, das fängt an auszusehen wie Sperma. Ja, okay, cool. Ja, wir mussten ja auch ewig lange mit diesem Sperma in der Badewanne herumexerzieren, weil das dann zu wenig war. Also die Szene so war, dass ich in der Badewanne mich versteckt habe, hinter den Beinen von Susanne. Und Susanne dann halt dieses Scheiße. Also bevor, dann hatten wir halt gesagt, okay, und jetzt? Und dann habe ich halt aus dem Glas dieses Sperma halt geschüttet und Susanne hat dann darauf reagiert. Also wir können jetzt auch Sperma spritzen. Genau. Ich soll schnarchen? Als wenn du schnarchst. Ach, ich soll schlafen schon? Die meisten Männer und auch viele Frauen nach dem Orgasmus schlafen. Okay, ich nicht. Also. Ich habe ja die Lana gespielt, das naive kleine Mädchen, was gerne Bratheringe mag. Der krasse Gegensatz zu meinem eigentlichen Leben. Zu meinem eigentlichen Ich. Also Negligés und Rolle und Sperma, mein Thema. Ich, mein Teil, bin ja in Wirklichkeit ein Nichtraucher und auch ein bekennender Nichtkiffer. Und ich mag den Geruch gar nicht. Und deswegen ist es eine interessante Sache, dass ich jetzt einen Kiffer spielen muss und muss mir das Ganze bei Kumpels und Kollegen und Freunden angucken, wie verhalten die sich, wenn sie kiffen. Oregano. Jan ist Dauerstudent, lebt so vor sich hin, ist aber hochgradig intelligent und das ist vielleicht das Schwierige an der Geschichte. Aber er steht eigentlich nicht auf charakterverändernde Drogen wie Ritalin oder so. Ja, ist auch so eine... Er möchte schon er selbst bleiben, nur er möchte sicherlich ein bisschen chillen. Gerade wenn man so hochintelligent ist, ist man einfach zu schnell überfordert. Und deswegen muss man lernen, diese Intelligenz oder unterfordert oder überfordert mit der Dummheit, die draußen so vorherrscht. Das kann man von sagen. Daher chillt er gerne mal, aber ist trotzdem ein super herzlicher, toller Mensch, herzensguter. Von daher natürlich bleibt er trotzdem er selbst und... Ja. Hilft gerne und lacht gerne. Jan steht ja auf also relativ schlanke, dunkelhaarige Damen, die... Auf Anas. Auf Anas. Also die Namen müssen sich irgendwie auf Anam reimen. Und deswegen ist er mit Maja auch nie wirklich zusammengekommen. Die kennen sich schon seit dem Kindergarten oder aus der Sandkiste. Und sie heißt ja Maja und nicht Mana. Wenn sie Mana hieße, wäre sie wahrscheinlich schon längst mit ihm verheiratet. Genau. Ja, ach dann... Das ist eine lustige Sache mit dem Namen, aber er steht auf dunkelhaarige Frauen. Dem kann ich auch zustimmen. Meldet euch. Hatten nicht auch deine Nachbarn gedacht, wir drehen Porn? Ja.
Das war auch so, wie wir hatten den Nachbarn gar nicht Bescheid gesagt, dass wir drehen. Und beziehungsweise einmal nur kurz, ja, wir drehen morgen. Und die alle, ja, super, gerne und klasse. Und dann kamen die vorbei und sahen Susanne im Negligé. Und dann Alex im nackten Oberkörper. Zweite Folge, genau. Date? Vielleicht. Gut. Wird eine ganz, ganz coole Begegnung werden mit Maya und Typhoon. Da testet sie ihn ein bisschen aus, genau. Ob er denn wirklich so intelligent ist und mal gucken, wie Typhoon sich schlägt. Normalerweise will ich mich so wegbürsten. Das wollte ich ja jetzt nicht hören. Also wenn ihr uns ziemlich cool findet, bitte gebt uns euer Feedback, bitte in den Kommentaren, liked uns oder disliked uns, scheiß drauf. Wenn ihr uns ziemlich scheiße findet, erzählt es euren Feinden. Wenn ihr uns gut findet, erzählt es euren Freunden und ja. Abonnieren. Abonnieren. Und helft uns, eine geile Community aufzubauen. Tschau.